Los. Hallo und willkommen zu Frag den Sputti, die Mai-Ausgabe. Und ja, wir haben uns zusammengesetzt, hier vor allem noch einige Leute im Livestream, um die eine oder andere Frage zu beantworten und so ein bisschen auszutauschen und ja, unser monatliches Projekt in eine neue Runde zu schicken. Und es sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen, was die Livestream-Zuschauer angeht. Wir haben eine ganze Menge hier versammelt, über 50 aktuell. Das ist für den Frag den Sputti und vor allem auch für die Uhrzeit schon ganz ordentlich. Ja, und wir schauen mal, was die Community so alles wissen möchte. Es waren weniger Fragen als gewöhnlich dabei. Allerdings, und das auch immer mit dem Hinweis, ich habe ja auch die News erst gestern veröffentlicht, ärgert mich so ein bisschen. Ich hätte die eigentlich schon gerne Samstag oder Sonntag gesehen. Aber wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, ich war im Urlaub über Pfingsten, hab mir ein schönes verlängertes Wochenende in Holland gegönnt. Und ja, es war, wenn auch das Wetter nicht ganz perfekt war, schon eine ganz schöne, angenehme Sache. Und da sind wir mehr oder weniger auch schon bei der ersten Frage von Angelo aus unserer, ich weiß gar nicht, ob ich das, ich lasse das mal so ein bisschen außen vor. Weiß nie, was plötzlich noch für eine Nachricht reinkommt. Von Angelo aus unserer Discord-Gruppe, der wissen möchte: Hey Sputti, warst du im Urlaub auf Balkonien oder doch noch weiter weg und wie hat es dir gefallen? Und ich kann halt nur sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Trotz des schlechten Wetters hatten meine Freundin und ich in unserem oder in dem Mobilheim meiner Eltern recht viel Spaß. Mobilheim, das klingt immer so nach mehr oder weniger traurigem Urlaub, war es aber nicht. Unser Mobilheim ist sehr, sehr groß. Mit 60 Quadratmetern ist es ja quasi schon eine Wohnung, ja. Und obwohl es geregnet hat, wie gesagt, waren wir viel am Strand und haben die Zeit sehr genossen. Und ja, ich war dementsprechend auch nicht erreichbar, als Patrick am Sonntag noch die Overlays brauchte für den Stream am Montag. Aber so wie ich gehört habe, waren die meisten Leute ja sehr zufrieden mit unserem Pro League Shoutcast. Ebenfalls aus dem Discord-Chat hat Leonida gefragt: Als WVWler frage ich natürlich was zum WVW. Ich weiß, dass WVW nie dein Modus war. Was müsste sich ändern, um ihn interessant für dich zu gestalten? Wenn wir dir eine Einladung zu Guild Raid schicken würden, würdest du sie annehmen? Und was sollte dir der Raid vermitteln, um einen tiefen Einblick in die Materie zu bekommen? Würdest du mitraiden oder kriegst Berichterstatterrollen bevorzugen? Und wie viel Zeit würdest du opfern? Das ist, glaube ich, schon die letzte Frage ist quasi der größte, der größte Knackpunkt für mich. Denn Zeitaufwand ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten vom WVW immer abgehalten hat. Ich habe das ja eine Zeit lang recht aktiv gespielt, Anfang 2014. Gerade so in der Zeit, als Lebendige Welt zu Ende war, hatte ich eine WVW-Gilde auf Flussufer, mit der ich recht viel unterwegs war. Das Problem war einfach, dass ich zeitlich nicht immer mit konnte, schon damals. Und dass ich es halt jetzt überhaupt nicht schaffen würde, ja. Ich sag mal, was ich fürs WVW aufbringen könnte, wären so, weiß ich nicht, vielleicht, wenn es gut läuft, 2 bis 4 Stunden die Woche. Und 2 bis 4 Stunden die Woche ist, glaube ich, ein bisschen wenig fürs WVW. Es würde, also ich finde den Modus an sich nicht uninteressant und ich hoffe, das kam auch nie so rüber, denn gerade in der WVW-Diskussion oder in unserem WVW-Podcast habe ich ja probiert, so gut es geht, mitzudiskutieren, die Fragen zu stellen und ähnliches. Also der Modus ist an sich für mich nicht uninteressant. Der Modus passt nur einfach nicht in meine Planung. Fürs PvE kann ich einfach irgendwann losziehen und gucken, was passiert. Im PvP, dadurch, dass ich kein Stammteam habe, bin ich meistens auf mich alleine gestellt und kann ebenfalls, ne, mal schauen, ob gerade wer da ist, mit dem ich spielen kann. Bin aber an nichts gebunden, zu nichts gezwungen, auf Gilden-Raids zu warten und ähnliches. Das ist aktuell mein großes Problem. Und generell merkt man das ja auch. Ich mache kaum bis gar keine Gilden-Missionen mehr mit unserer Gilde. Ich veranstalte kaum noch Events. Wenn man so überlegt, früher hatten wir ja fast im Wochenrhythmus Events, die wir hier teilweise auch auf Twitch gestreamt haben und ähnliches. Es ist halt wirklich ein großer, großer Zeitfaktor. Oder das Problem ist bei mir der Zeitfaktor. Ganz einfach. Ich muss halt so ein bisschen jetzt entscheiden, spiele ich oder berichte ich? Und meistens ist Berichten bei mir im Vordergrund. Wenn du mich natürlich zu einem Gilden-Raid einladen würdest und es passt zeitlich mit meinem Termin, würde ich sofort teilnehmen und würde die Rolle übernehmen, die man halt tatsächlich braucht. Ich habe damals
stundenlang in irgendwelchen Festungen gestanden und gescoutet, weil es mir halt nicht um die Belohnung ging. Dementsprechend, was immer ihr braucht, ich würde tatsächlich mitmachen, nur Regelmäßigkeit. Das ist bei mir das ganz, ganz große Problem. Und ich schaue mal durch den Chat, da kam eine unheimliche Menge an Fragen zwischendurch schon rein. Ich vernachlässige euch nicht, ich mache das immer so im Wechsel. Ja? Chatfragen, ihr könnt immer noch stellen, haut immer raus, was ihr so an Fragen habt. Immer abwechselnd zu den schon offline gestellten Fragen, die gekommen sind. Ja, da gab es zwischendurch schon die Frage von Jöwe, ob Flasher LP oder Flashor. Also ich hätte ihn Flasher ausgesprochen, aber ich glaube, es ist Flashor LP. Beim Festival war, nein, war dies ja nicht. Du hast aber recht, 2014 und ich glaube sogar 2015 war mit beim Festival dabei. Dann haben wir von Mikoroso die Frage, gefällt es dir auch so gut? Oh, jetzt wird die Musik ein bisschen laut, glaube ich. Ich mach das mal. Es ist schon sehr, sehr leise. Du bist auf 3? Naja, okay. Da kam von Mikoroso die Frage, gefällt es dir auch so gut, dass es immer wieder neue kleine Events gibt? Ja, ich liebe das. Ich finde das großartig. Das ist ja so ein bisschen dieser Charakter lebendige Welt, den wir alle so gemocht haben. Und dass sich das langsam so immer weiter aufbaut und entwickelt, ist im Prinzip genau das, was ich haben möchte. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr glücklich mit der Entwicklung. Ja, definitiv. Falls das ehemalige Legendary-Team dafür verantwortlich sein sollte, würdest du sagen, dass es die Sache wert war? Ich sowieso. Ja, ich habe ja damals schon in der Diskussion gesagt, Legendaries sind für so einen kleinen Teil der Spieler geeignet. Diese offenen Events, die Erfolge, vor allem wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, man hat jetzt diesen unendlichen Erfolg, dass man, wenn man 3 tägliche Bosse besiegt, also jeden Tag einen Boss 3 Tage lang, dass man dafür Erfolgspunkte und Belohnung bekommt. Das ist quasi eine zusätzliche Daily, die jetzt dazugekommen ist und die füllt ja meinen Daily-Bereich nur noch weiter auf. Ich habe ja jetzt die normalen Dailies, die Sammelsachen in Gildenhalle, Heimatinstanz und der Kuzu-Garten, die täglichen Abenteuer, die ich mache und das kommt ja jetzt auch dazu. Ich werde jetzt immer täglich einen dieser Banditenbosse legen. Das heißt, selbst wenn es überhaupt keinen neuen Content gibt, alleine mit den Dailies kann ich wahrscheinlich schon eine halbe Stunde oder Stunde täglich füllen. Das heißt, ich finde das klasse. Ich finde gerade diese kleinen Erweiterungen schön. Es muss nicht immer was riesig Großes sein. Natürlich brauchen wir riesig große Dinge über kurz oder lang. Aber es muss halt nicht immer mega groß sein. Und dementsprechend trifft das genau meinen lebendige Welt-Nerv. Und wie gesagt, Legendaries sind für so einen kleinen Teil der Spielerschaft. Da mache ich mir gar keine großen Gedanken. Ich glaube, ja, ohne die Ankündigung, wie gesagt, ohne die Ankündigung, das Legendary Team wird eingestellt, wird das kaum einer merken. Da würde der ein oder andere sagen, ja, vielleicht gibt es am 3. Quartalspatch noch eine neue Waffe, vielleicht nicht. Da wären die Leute, glaube ich, nicht so auf die Barrikaden gegangen. Es klang nur so, bäm, wir nehmen euch Content weg. Aber im Prinzip ist das Content für viel zu wenig Leute und dementsprechend auch nicht so wichtig. Dann hatten wir noch, das war vorhin von Middlefeed die Frage, wollte Guild Wars 2 mal antesten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Spielerbase ziemlich klein geworden ist. Das würde ich definitiv so nicht unterschreiben. Ich finde gerade die Guild Wars 2 Spielerbase, vor allem jetzt in diesem Bereich, wo alle 3 Spielergruppen in Guild Wars 2 angesprochen werden, WVWler mit ihren zurückgekehrten Grenzlanden und den vielen, vielen Beta-Tests, die jetzt durchgeführt würden, PvPler mit ihrer Season und PvEler, die ja so ein bisschen lebendige Welt schon bekommen, die demnächst den richtigen Batzen lebendige Welt bekommen und die ja noch einen Raid vorher kriegen, dazu kommen wir gleich übrigens auch noch, sind eigentlich alle 3 Gruppen sehr, sehr glücklich. Syntrax fragt, wie stehst du zu dem Gerücht, dass es irgendwann eine Art legendäre Rüstung geben wird? Es gibt ja aufgestiegene und legendäre Waffen, könnte ja auch bei der Rüssi so sein. Syntrax, die gibt es schon, die legendäre Rüstung. Du kannst sie noch nicht bauen, aber es gibt eine Sammlung. Und das ist dann nämlich der Punkt, warum ich gerade sagte, es kommt demnächst der 3. Raid-Flügel. Das wird nämlich im Zusammenhang mit der legendären Rüstung der Fall sein. Oder die legendäre Rüstung kommt mit dem 3. Raid-Flügel. Bisher ist das so, für die Sammlung
Also es ist eine Sammlung, sieht man auch schon unter den Sammlungen legendäre Rüstung. Und du musst dafür Dinge aus den Raids erledigen. Und zwar aus Flügel 1, 2 und 3. Flügel 1 und 2 sind schon da. Flügel 3 kommt noch. Da gibt es übrigens, jetzt können wir das ja mal machen, auch schon einen schönen Guide auf Guild News. Legendäre Rüstung, einfach mal eingetippt. Geilste legendäre Rüstung, da haben wir es. Ist noch nicht so viel, ja. Das ist einmal die Gabe der Handwerkskunst, die man dafür braucht. Dafür kann man schon mal anfangen, Versorgermarken zu sammeln. Dafür braucht man nämlich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Viel zu viel, auf jeden Fall, braucht man dafür. Dann, wie gesagt, die Sammlung, wobei das halt auch nur Teil 1 der Sammlung ist. Und dann werden wahrscheinlich noch 2, 3 weitere Sammlungen kommen. Und ja, dann gibt es tatsächlich legendäre Rüstung. So, dann haben wir H. Kudi, der geschrieben hat, dass das für ihn die erste PvP-Season sein wird. Und er fragt mich, was er zu erwarten hat, wie er eingestuft wird und ähnliches. Gibt es eine sogenannte Elo-Hell, die man rutschen kann und so weiter und so fort. Also, das Season-System in Guild Wars 2 oder das Ladder-System allgemein unterscheidet sich grundlegend von denen, zum Beispiel, die man aus League of Legends oder ähnliches kennt. Wir starten, jetzt ist es ein bisschen anders, aber grundsätzlich startet man bei 0, das ist in der Bernstein-Division, und spielt sich dann nach oben. Man kann niemals aus seiner Division nach unten fallen und das ist so ein bisschen das Problem. Bei einer klassischen Elo ist es ja so, man startet bei 1500, als Beispiel 1500 und klettert dann wahlweise nach oben oder nach unten, je nachdem wie gut man ist. 1500 soll ja irgendwo so unteres Mittelfeld meistens sein. Und in Guild Wars 2 kann man im Prinzip nur nach oben klettern. Und was zur Hölle war das? Und ja, das ist so der große, der wirklich, wirklich große Unterschied, dass du nicht fallen kannst. Also du kannst nicht aus einer Division wieder nach unten rutschen. Du kannst später Ränge innerhalb der Division steigen und fallen, aber du kannst nie nach unten rutschen. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad, und das ist ungefähr bis Division 4, Rubin, kann es theoretisch jeder schaffen. Denn, ja, es kommt schon dadurch, dass man mit einer Winstreak, also mehreren Siegen in Folge, auch zusätzliche Pips bekommt, ja, die man halt für den Aufstieg braucht. Diese kleinen Balken. Dazu bräuchte ich jetzt mal kurz ein Bild. Wo habe ich denn ein schönes PvP-Season-Bild? Mal gucken, ob ich das irgendwo habe. Die Builds der zweiten Season. Ich glaube, ich habe da nirgendwo ein schönes Bild zu. Könnte mal bei dem PvP-Rücken schauen, ob es da was gibt. Kann aber nichts garantieren. Warum verschwindet das Bild manchmal bei mir? Achso, nein, das war das Falsche. Ich hoffe, ich habe da irgendwo so ein Bild drin, aber es sieht nicht so aus, ne? Scheiße. Ja, wir schauen uns das gleich nochmal in-game an, in Ruhe. Aber es ist halt so, du kannst im Prinzip nie nach unten rutschen und demnach fällt die Elo-Hell zu einer gewissen Art und Weise weg. Manch Spieler behauptet, ja, manch böse Zunge, dass die sich irgendwo im Bereich zwischen Saphir und Rubin befindet. Ja, das ist halt der Teil, an dem die Leute nicht mehr weiterkommen, weil man immer halt auch permanent komplett abrutschen kann, wieder runter auf Rubin ohne Pips. Ja, vorher war das halt immer so, man hat spezifische Ränge, da ist man safe, irgendwann klettert man halt nach oben. Ab Rubin wird das Ganze halt ein bisschen schwieriger. Und es ist halt, wie gesagt, es macht keinen großen Unterschied, ob du am Anfang viel gewinnst oder viel verlierst, vielleicht ein bisschen. Es gab mal diese berühmte Idee, das Rating, also man hat ja trotzdem eine Elo im Hintergrund, die sich so ein bisschen um das Matchmaking kümmert, dass man die probiert nach unten zu ziehen. Das funktioniert inzwischen aber auch nicht mehr so richtig, denn ArenaNet hat das angepasst, dass man immer gegen Leute in seiner Division spielt. Also es gibt keine klassische Elo-Hell, es ist halt auch kein, es ist keine Überleistung, das legendäre Tier zu erreichen. Das schaffe ich, ja, und manch PvPler, fragt mal Hellseth, wird behaupten, dass ich nicht mal gerade auslaufen könnte. Mag vielleicht auch an Hellseth liegen. Ich finde oberes Mittelfeld, unteres Oberfeld ist so das, wo ich mich ganz wohl fühle. Und damit schaffe ich es halt auch in die legendären Ränge. Keine Panik, du wirst da auch einen ganz relaxten, gemütlichen Einstieg haben.
Zintrax fragt dann auch, was ist gerade die beste Klasse, die es gibt? Und dann hinten nochmal als Ergänzung für dich. Ich bleib immer noch dabei, wobei das ist schwierig. Eigentlich ist die beste Klasse, die es gibt, glaube ich, der Mesmer. Der Mesmer wird im PvP benutzt, wird im PvE benutzt, wird im WvW benutzt, wird in Raids, in Dungeons. Eigentlich wird der Mesmer überall gebraucht. Wer einen Mesmer gut spielen kann, macht nicht viel falsch, ja. Für mich persönlich ist und bleibt der Waldläufer. Oh, ich höre Subscriber-Geräusche. Dauker, seit 13 Monaten. Ich habe das, glaube ich, gar nicht hier im Fuck den Sputti-Overlay drin, oder? Nee, habe ich nicht. Aber danke, mein lieber Dauker, und Hallöchen. Wo war ich gerade stehen geblieben? Scheiße, ich lasse mich durch sowas immer so leicht rausbringen. Also für mich ist es halt der Waldläufer. Genau, das wollte ich sagen. Man kann den Waldläufer in allen Bereichen spielen. Ja, als Druide ist ein Raid sowieso Pflicht. Als Druide funktioniert er im PvP ganz gut, im WvW ganz gut. Und was ich halt am Waldläufer so liebe, er ist unglaublich einfach für Einsteiger. Unglaublich einfach und easy. Ja, und wenn ihr mich fragt, mit welcher Klasse ihr anfangen sollt, dann wird für mich immer der Waldläufer gewinnen, weil er teilweise auch sehr chillig ist. So. Dann. Die Musik ist so laut. Wirklich? Na gut, ich hoffe, es ist nicht so laut. Crunch, ich sag gerade, er spielt nebenbei. Okay, das scheint also nicht an mir zu liegen. Alles klar. Jetzt beginnt hier die PvP-Diskussion. Stimmt nicht ganz, du kannst später auch dauerhaft plus minus null machen. Ja, natürlich ist das so. Aber tendenziell hat man immer die Chance, bis Legendary zu kommen, wenn man halbwegs was taugt. Das liegt ganz einfach daran, dass du, wenn du 3 Spiele in Folge gewinnst, machst du 4 Pips, aber wenn du 3 Spiele in Folge verlierst, verlierst du nur 3. Das heißt, selbst wenn du nur ansatzweise eine 50%ige Win-Chance hast, auch 48, 47, ich glaube runter bis 40%ige Win-Chance, und davon, man sollte eigentlich von 50% ausgehen, wenn man nach oben möchte, aber theoretisch reicht eine 40%ige Win-Chance noch locker aus, um, nach oben zu klettern. Und das ist halt in Hearthstone so, und das ist auch in Guild Wars 2 so. Ja, es ist eher so das Hearthstone-Prinzip, ja, man klettert halt auch eher, als dass man fällt. Und genauso ist es halt hier auch. Mit einer 40%igen Win-Ratio kannst du trotzdem bis Legendary kommen. Klingt bescheuert, ist aber so. Liegt unter anderem auch an dem Comeback-Pip, ja? Wir können ja mal das Szenario durchspielen. Du gewinnst 3 Spiele in Folge, machst 4 Pips, verlierst 3 Spiele in Folge, machst du plus 1. Gewinnst dann erneut 3 Spiele in Folge, machst du plus 5, verlierst dann wieder 3, machst du minus 3. Im Endeffekt hast du dann also nach summa summarum 4x3, nach 12 Spielen, hast du 3 Pips Gewinn gemacht. Obwohl du nur eine 50%ige Win-Ratio hast. Und das ist der Grund, warum man in Guild Wars 2 einfach immer nach oben klettert. Natürlich gibt es Durchhängerphasen, aber wer halt durchgängig spielt, wird tendenziell immer weiter nach oben klettern. Ich muss tatsächlich gegen die Musik ankämpfen. Ja, warte, das kann ich anpassen. Dann mache ich es halt noch ein bisschen leiser. Für euch. Da bin ich doch gar nicht so. Mach mich vielleicht auch nochmal tendenziell einen Ticken lauter. Und ich hoffe, dann wird es ein bisschen besser für Crunchig. gegen Krieger habe ich übrigens überhaupt nichts. Krieger sind klasse im PvE und sind, glaube ich, auch ganz gut im WvW. Taugen aber im PvP nichts. Und gerade war halt die Frage, was meiner Meinung nach die beste Klasse ist. Und da gewinnt im Durchschnitt eigentlich der Mesmer. Ja? Weil er halt in allen Bereichen spielbar ist aktuell. Gut, wir schauen mal in die Fragsputti Offline-News oder in die Fragen, die offline gestellt wurden. Und da gab es hier unter Frag den Sputti, unter die News, unter die eigentlich keine Fragen sollten, aber es ist schon okay, ein paar Fragen. Und zwar erstmal Tillmann, der mich fragt, wie geht's mir? Dazu kann ich nur sagen, bis auf, dass meine Stimme ein bisschen blöd klingt, eigentlich ganz gut soweit. Also ich kann mich nicht beschweren, heute noch einen freien Tag gehabt und ja, wie gesagt, im Urlaub gewesen. Ab morgen beginnt dann wieder der Studentenalltag, wenn man dazu überhaupt Alltag sagen kann.
Dann kommt Lebendige Welt Staffel 3. Freust du dich auf die Lebendige Welt Staffel 3? Selbstverständlich, da warte ich sehnsüchtig drauf. Da warte ich sowieso drauf, weil ja, ich bin gespannt, mal wieder ordentlich Guides und News und das Ganze raushauen zu können. Aktuell ist das ja so ein bisschen zäh. Wer am Wochenende Guild News besucht hat, wird wissen, was ich meine. Ich habe angefangen, im Hintergrund oder ein bisschen was halt vorzubereiten für das Wochenende, an dem ich nicht da bin, weil ich wusste, A, es kommen kaum News, B, mein Team ist aktuell, ich sag mal, ein bisschen schläfrig. Ja, ein bisschen sehr schläfrig, sage ich mal. Und deshalb habe ich halt angefangen, alte Guides zu bearbeiten, beziehungsweise neue zu erstellen. Unter anderem haben wir jetzt ja Dungeon, oder fange ich jetzt ja Dungeon Guides an. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Bisher kam der erste Dungeon Guide sehr, sehr gut an bei den Leuten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich hoffe, dass ich da zügig auch die restlichen Dungeons nachliefern kann. Und dementsprechend, Lebendige Welt Staffel 3 wird auch wichtig für mich, weil da zeigt sich dann tatsächlich, wie viele Leute spielen noch Guild Wars 2, wie viele Leute besuchen am Ende dann noch Guild News, weil aktuell ist das unheimlich schwer zu sagen, ja. Viele Leute kommen vor allem an Edelstein-Shop-Tagen, ja, um Edelstein-News zu checken. Gestern hatten wir auch, was war das, fast 8000 Leute bei uns, wobei man halt sagen muss, dass alleine 4000 davon zwischen 18 und 20 Uhr bei uns waren, ne? Halt da, wo es die großen News gab. Und seitdem hat sich das wieder einigermaßen eingependelt. Also ja, Lebendige Welt wird auf jeden Fall schön und ich freue mich drauf. Wann kommt die Lebendige Welt? Ja, das ist immer die Frage. Voraussichtlich mit dem dritten Quartalspatch könnte es losgehen oder aber 2 Wochen früher oder später. Mike O'Brien, das klang im letzten AMA so ein bisschen so, hat gesagt, wir überlegen noch, ob wir die Lebendige Welt mit dem Quartalspatch beginnen oder nicht. Und oder nicht heißt für mich maximal 2 Wochen davor oder danach. Das heißt, wir können uns so rund, oder wir können uns auf den Monat April, was war es, Mai, Juni, Juli, auf den Monat Juli einstellen. Wahlweise Anfang Juli, Mitte Juli oder Ende Juli. Das ist so davon würde ich ausgehen. Wie findest du die Einführung der Lebendigen Welt Staffel 3 über die neuen Events und Erfolge? Die Story geht ja Richtung Weißer Mantel Mursat. Und das ist es, meine Damen und Herren, und das ist die Frage, auf die ich den ganzen Tag warte, weil da werde ich mich jetzt gleich tot diskutieren, ist kompletter Nonsens, meiner Meinung nach. Denn da gibt es, ich glaube, es gab einige YouTuber, RPG-Shack hatte ich vorhin gesehen, hat dazu was gemacht, auf Reddit waren einige Leute, die gepostet haben, Banditen-Events, das heißt Weißer Mantel und so weiter und so fort. Nein, heißt es nicht in der lebendigen Welt. Die lebendige Welt wird zuallererst mal da ansetzen, wo es mit dem Ei aufgehört hat. Die lebendige Welt spielt genau einen Tag nach Ende der Geschichte von HOT. Dieser ganze Banditenkram spielt keine Rolle. Es wird um Ley-Energie, es wird um Drachen und ähnliches gehen. Mursat und Weißer Mantel, das Thema kennen wir doch schon irgendwoher. Ja, der geneigte Zuschauer, vor allem unserer Podcasts, wird wissen, dass das alles Thema der Raids war, ja. Also es war Thema der Raids, dass wir gegen den Weißen Mantel gekämpft haben. Die Mursat waren Thema der Raids und so weiter und so fort. Warum sollten sie sich ein Thema, das spezifisch auf die Raid-Flüge gelegt war, plötzlich in die lebendige Welt Staffel 3 packen? Nur weil es diese Banditen-Events gibt. Meiner Meinung nach, und diese Meinung bestätigt sich, finde ich, dadurch, dass die Leylinien-Events sich weiterentwickeln, trotz der Banditen-Events, sind es einfach 2 separate Dinge, ja? Wir haben einmal den Strang Leylinien-Events, die ploppen auf. Wir müssen uns das halt so vorstellen. Ende, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Drache tot, ja? Man muss einfach so, Drache tot. Und da endet die Geschichte. Und weiter geht es dann plötzlich einen Tag später. Und einen Tag später sind halt überall in Tyria Leylinien aufgebrochen, ja? Das, was wir jetzt erleben, ist quasi eine Nacht. Ja, in der offiziellen Geschichte ist das eine Nacht, die wir jetzt erleben. Und da bricht halt überall was aus dem Boden. Und dann gibt es noch die Geschichte der Raids. Die Geschichte der Raids läuft parallel zu dem, was wir tatsächlich erleben. Und die Geschichte der Raids dreht sich um Banditen, Weißer Mantel, Mursat und das Ganze. Warum sollten sie das plötzlich vermischen? Ich glaube einfach, dass die Leylinien-Events für die Lebendige Welt Staffel 3 als Zwischenevents dienen sollen. Und die Banditen spannen jetzt nur den Übergang zum nächsten Raid-Flügel,
der voraussichtlich Mitte Juni etwa kommen wird. Also ein Monat, ja ziemlich genau einen Monat vor der lebendigen Welt wird Raidflügel Nummer 3 kommen. Und der geht in Richtung Weißer Mantel Mozart. Das wissen wir ja schon seit längerem. Ich erzähle ja schon seit Wochen oder fasse seit Wochen immer mal wieder die Geschichte der Raids zusammen. Rund um Matthias, dem Typen, der da diese komische Blutstein-Verkrüppelung an sich dran hat und sich verwandelt, über den Weißen Mantel, dem man immer wieder begegnet und so weiter. Ja, also die Banditen-Events sind meiner Meinung nach nur ein Hinweis auf den nächsten Raid-Flügel. Und auf die Leylinien-Events konzentrieren wir uns in Bezug auf die lebendige Welt. Ansonsten würde das ja durcheinander gehen, so ein bisschen. Meiner Meinung nach. Gut, dann haben wir Thema, was haben wir noch? Endboss LS3, Lazarus oder ein Altdrache. Lazarus, für die Leute, die das nicht wissen, wobei auch das ist halt wieder weit hergeholt, ist der letzte Mozart, der noch existiert. Ja, ich gucke gerade mal, ob wir hier noch irgendwo ein lustiges Bildchen von ihm finden. Das hier ist Lazarus. Das ist der letzte noch überlebende Mozart. Und der letzte überlebende Mozart, und das habe ich auch schon mal zur Spekulation gestellt, ist der Endboss des dritten Raidflügels. Ganz einfach. Ja. Und ein Altdrache wird der Endboss der lebendigen Welt sein. Und da kommt dann wieder, welcher Altdrache hat etwas mit dem Mozart zu tun? Wie gesagt, meiner Meinung nach niemand, denn das sind einfach zwei getrennte Geschichten. Thema PvP. Deine Erfahrungen mit dem neuen Matchmaking und den Queue-Zeiten. Ich habe heute Nacht ein bisschen was gespielt, ja, um 1:30. Da hatte ich Queue-Zeiten von 3 Minuten. Ich glaube, das ist für 1:30 ganz ordentlich. Matchmaking, 2 gewonnen, 1 verloren. Kann ich noch nicht viel zu sagen, muss ich gestehen. Da kümmere ich mich jetzt gleich drum. Ja, im Anschluss an das Frag den Sputti gibt es ja ein bisschen PvP. Spielen wir so ein Stündchen oder 2, je nachdem, wie gut das hier läuft und wie lange wir hier brauchen und so weiter. Wie findest du die Neuerungen für Shoutcaster? Das ist schön, dass das auch mal einer liest in den Patch Notes. Wir sind halt unglaublich viel mit ArenaNet am Diskutieren. Was brauchen wir als Shoutcaster? Was wünschen wir uns, was möchten wir geändert haben und so weiter. Das heißt, da gibt es einfach so ein paar Dinge, die wir regelmäßig austauschen. Und sowas wie diese Farbenanpassung war immer schon ein Thema bei uns Shoutcastern. Und das finden wir auch gut. Wir haben auch noch viele weitere Ideen bei ArenaNet eingeworfen. Und mal schauen, was davon in Zukunft dann noch umgesetzt wird und was nicht. Noratu fragt ebenfalls, was glaubst du, hat es mit den Banditen auf sich? Hinweis auf die Kristallwüste, einen anderen Drachen oder gänzlich sinnfreier Bezug auf den nächsten Drachen? Dass wirklich jeder davon ausgeht, dass die Banditen mit den Drachen zu tun haben. Wie gesagt, das ist halt nicht was, das ist nicht so, dass die Community dem Ganzen auf den Leim geht, sondern wie gesagt, die ganzen YouTuber. Ja, fast im Minutentakt habe ich auf Reddit Videos gesehen von Leuten, die gesagt haben, Weißer Mantel ist erstmal überhaupt Banditen zu Weißer Mantel. Der Bezug ist immer schon so eine Sache, ja. Nicht alle Banditen sind weiß, alle Leute von Weißem Mantel sind Banditen, ja, aber nicht alle Banditen Weißer Mantel. Da sind wir da wieder, ne? Nicht jeder Verbrecher ist ein Mörder, weil nicht jeder Verbrecher ist ein Dieb und nicht aber jeder Dieb ein Verbrecher, ne? Das funktioniert halt andersrum schon mal gar nicht. Und, worauf wollte ich ursprünglich hinaus? Ja, wie gesagt, hat meiner Meinung nach keinen Bezug zum nächsten Altdrachen. Der nächste Altdrache, das ist ja die Lieblingsdiskussion der Leute. Ich bleib dabei, dass Krakatorik unser nächster Gegner wird. Es ist meiner Meinung nach der logischste, es ist der, auf den es die meisten Hinweise gibt. Und es ist das größte Potenzial, das ArenaNet hat in nächster Zeit. Wenn man überlegt, dass man theoretisch... Wir hatten ja jetzt das Dschungelthema. Das Dschungelthema hat ja nicht jedem gelegen. Ja, also wäre es jetzt Zeit für einen ordentlichen Tapetenwechsel. 2 Tapetenwechsel haben wir zur Auswahl. Zittergipfel oder Kristallwüste. Und ich persönlich würde halt einfach Kristallwüste bevorzugen. Man kann ja so leicht nach Elona reingehen. Da nimmt man noch so ein bisschen Ödnis mit. Da haben wir dann diese schweflige Einöde, die wir mit dabei haben. Vielleicht sogar noch ein bisschen Barbie Kurner, ja, das wären so die Traumgedanken, aber da wird es wahrscheinlich nicht hingehen. Ich habe mich sowieso schon so ein bisschen
davon gelöst, in alten Guild Wars 1 Maßstäben zu denken. Ja? Viele Leute hoffen ja noch auf Kanta, auf Elona und ähnliches. Ich glaube einfach, dass die Karten Richtung Norden, Süden, Osten, Norden, Süden, Osten sind noch offen, naja, so ein bisschen erweitert werden, aber nicht mehr dramatisch. Also ich gehe davon aus, dass wir in den Norden, da gehen wir dann am Auge des Nordens zum Beispiel vorbei, vielleicht noch ein bisschen nördlicher, Drakkarsee, so die Ecke gegen Jormark kämpfen. Für Kalkatoik geht es runter, Kristallwüste, vielleicht Ödnis, dass sich das noch so ein bisschen erweitert, an die Grenzen zu Kurna. Für den Tiefseedrachen geht es vielleicht raus aus Wasser, Feuerring Inselkette, aber halt auch nicht viel weiter. Und wenn dann irgendwann mal Primordus kommt, geht es dann unter Tyria. Ja, wie damals in der zentralen Transferkammer und das Ganze drum und dran. Also ich gehe schon lange nicht mehr davon aus, dass wir Kanta und Elona so komplett sehen werden wie in GW1. Gut, ja, dann haben wir den Teil der Fragen schon mal weg und haben gleich noch einen ganzen Satz mehr und da fragt den Sputti. Vorher schaue ich aber einmal durch die Sachen, die im Chat gefragt wurden. Und zwar haben wir, wo haben wir das denn hier? Apropos lebendige Welt, Staffel 3, verkrunchig. Bekommt man die nicht identifizierten Magnetsteine auch von Auferstandenen? Sind ja auch Drachendiener. Das ist eine gute Frage, ich habe es nicht ausprobiert und jetzt im Nachhinein bekomme ich keinen mehr. Wird Zeit, dass ich mir einen weiteren Account mal anlege, wobei ich habe ja noch einen zweiten Account. Müsste ich mal ausprobieren, ob Auferstandene und Mordrim. Darüber haben wir diskutiert, ob die auch dazu zählen oder nicht. Also klar ist, man bekommt sie von Jormark, klar ist, man bekommt sie von... Also von den Diener Jormarks, Svanir, Söhne Svanirs und die Eisbrut. Man bekommt sie von den Gebrandmarken. Und man bekommt sie auch von den... Jetzt bin ich gerade... Zerstörern, genau. Das sind die drei, von denen man die auf jeden Fall bekommt. Auferstanden und Mordrim, darüber wurde ja noch diskutiert. Es wird ja auch darüber diskutiert. Wir haben ja keine Wasserdrachen-Kreaturen, die wir besiegen können. Da gab es diese schöne Theorie, oder mir zumindest hat sie sehr gefallen, von... Durden im letzten Podcast, der meinte, vielleicht könnte unser nächster Gegner auch der Unterwasserdrache sein. Das ist der einzige, dessen Diener wir nicht daran hindern können, die Leylinienenergie aufzusaugen oder zu nutzen. Das ist eine schöne Theorie, würde auf den Wasserdrachen hindeuten. Da gibt es einige Sachen, die auf Kalkatoik hindeuten. Vielleicht sogar eine Sache, die auf Jormark hindeutet, aber nichts, was auf Primordus geht. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass Primordus nicht der nächste Drache ist. Wenn ArenaNet logisch vorgeht, wäre es Kalkatoik. Wenn sie riskant vorgehen und Unterwasserkampf tatsächlich mal beleben wollen, dann wäre es wahrscheinlich der Tiefseedrache. Aber ich denke gerade so nach HOT, nach den Problemen, die das Addon hatte und so weiter, jetzt zu probieren, den Unterwasserkampf komplett zu redesignen und den Tiefseedrachen als Gegner zu bringen, ist mir einfach zu riskant. Würde ich persönlich an ArenaNet Stelle nicht machen, sondern erstmal back to the basics, ja, das weitermachen, was ich habe und das halt kombinieren mit einem neuen Drachen. Das wäre so das, was ich tun würde. So, wo haben wir denn noch ein paar schöne Fragen? Hi-ho Sputti, hi-ho Layton, ich sag auch einmal Hallöchen. Rahmenbrot hat mich gefragt, welcher Drache wird der nächste sein und warum. Wie gesagt, Kalkatoik. Erstens, wir hatten noch so ein bisschen was mit den Sephiriten zu tun in der lebendigen Welt. Wäre es nicht schön, wenn wir nachgucken, wie es ursprünglich mal in der Kristall- oder wie es noch in der Kristallwüste aussieht, ob wir noch andere Sephiriten finden. Zweitens, Glintz Ei, Kalkatoik, keine Frage, gehört zusammen. Drittens, der Zerschmetterer ist für mich, die Überarbeitung ist und bleibt für mich ein Indiz dafür, dass es in Richtung Zerschmetterer gehen könnte. Viertens, die Leylinien. Wenn man sich das anschaut, die Leylinien vom aus dem Norden zeigen in etwa hierhin. Die Leylinien aus dem Westen zeigen in etwa hierhin. Die Leylinien aus dem Süden zeigen in etwa hierhin. Das ist der einzige Punkt, den alle drei Linien gemeinsam haben. Und dementsprechend wäre Kalkatoik für mich der logischste. Findest du es sinnvoll, wegen der Story wegen, Guild Wars 1 anzufangen? Das ist eine interessante Frage. Ja, ich finde schon. Wobei es nicht,
Es hat nicht so viel Mehrwert für Guild Wars 2, wenn man die Guild Wars 1 Story gespielt hat. Man lernt so ein paar Charaktere kennen. Die EOTN-Story ist noch ganz interessant, weil man die Hintergrundgeschichte zu den Azura und Norn so ein bisschen erfährt. Man lernt das Ende der Zwerge, das Erwecken der Zerstörer und ähnliches kennen. Also gerade die Geschichte EOTN lohnt sich auch für Guild Wars 2. Prophecies eher weniger, aber man lernt halt so mal den Kontinent, den man jetzt ewig lange gespielt hat in GW2, mal in der Ursprungsversion kennen. Und das ist sehr, sehr interessant. Das alte Löwenstein zum Beispiel, die göttliche Küste, wo heute Götterfeld steht, sieht natürlich ganz anders aus. Auch die feurigen Inselketten mal zu besuchen. Diese Situation Mensch gegen Char tatsächlich am eigenen Leib zu erfahren, was ja nicht mehr existiert in Guild Wars 2, weil man verbündet ist. Also ja, Guild Wars 1 Prophecies lohnt sich ein bisschen. EOTN lohnt sich auf jeden Fall. Factions und Nightfall braucht man der Story wegen eigentlich gar nicht. Ja. Mag für den einen oder anderen interessant. Also ich würde es jedem raten, der einfach nur ein Spiel möchte, das eine gute Story hat. Weil, und das muss ich halt einfach gestehen, so sehr ich Guild Wars 2 Fanboy bin, die Story von Guild Wars 1 war Ticken besser, ja. Es hat mir, wobei nicht nur ein Ticken, also mir gefällt die Story von GW1 immer noch besser als die von GW2. Spielerisch aber ist GW2 so viele Meilen über dem Vorgänger, dass ich nie wieder tauschen könnte und nie wieder tauschen möchte. Gräfin Anis und Götterfels hätte Doka gerne. Ja, das ist so eine Sache. Kanach und Gräfin Anis werden auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Rabe, glaubst du, dass mit der lebendigen Welt Staffel 3 oder mit einem neuen Add-on eher eine neue Elite-Spezialisierung kommen wird oder neue Waffen? Sie haben ja schon gesagt, dass sie mit der lebendigen Welt neue Stats und neue Varianten, wie man die Stats bekommen kann, bringen wollen. Zum Beispiel auch Viper-Stats für alle, nicht nur für die, die die Raids nutzen. Dementsprechend, glaube ich, dass die lebendige Welt sich eher für Waffen, Waffenskins und ähnliche Dinge eignet. Sieht man ja auch an den Raids ganz schön, ja, so mehr spezifische Waffenskins. Und ein Add-on würde, glaube ich, tatsächlich eher eine neue Elite-Spezialisierung bringen. Also ich würde das in die Richtung trennen. Doka, was glaubst du, wie sehr die einzelnen Völker, zum Beispiel die Geschehnisse von Anis, Ridlocks Rückkehr, etc., in die lebendige Welt Staffel 3 eingebunden werden? Dazu möchte ich eigentlich nichts sagen, ja. Ich würde es mir so sehr wünschen, da so ein bisschen mehr zu erfahren. Gerade Ridlocks Rückkehr. Erstmal, was hat Ridlock in den Nebel gemacht? Zweitens, wie wird Ridlock jetzt, wo er wieder da ist, bei den Char aufgenommen? Es ist ja schon was anderes, wenn du einen Typen siehst, der als Krieger irgendwo reinspringt und als Wiedergänger wieder rauskommt. Du möchtest wissen, was ist passiert, warum ist das passiert, kannst du dem noch trauen? Ist das noch derselbe Ridlock, den ich mal gekannt habe, oder hat er in den Nebeln sich komplett verändert und ähnliche Dinge? Also gerade diese Rückkehr, das würde ich unglaublich gerne sehen. Aber, und da kommt halt der Realist in mir durch, ich glaube nicht, dass Arena nicht das tun wird. Ich glaube weder, dass wir erfahren, was Ridlock in den Nebeln gemacht hat, noch dass er irgendwie anders behandelt wird, weil er jetzt Wiedergänger ist. Und das ist schade. Ich war ja schon überrascht, dass sie tatsächlich den Silvari so viel in HOT gegeben haben. Ja, ich habe ja Mordromoths Stimme immer im Kopf gehört. Ich hatte interessante Dialoge mit Kanach und ähnliches. Das ist, glaube ich, schon das Maximum, was wir bekommen werden an so rassenspezifischen Dingen. Was ist das denn da für eine Leylinienkarte? Das ist die Leylinienkarte von Reddit-Nutzer PsyCrony, der das immer wieder macht. Er hatte auch schon ältere Beiträge, hier sieht man das Previous Post, wo er immer wieder einzeichnet, was sich tut. Das sind die definitiv, also es gibt einige vermutete und semi-bestätigte Leylinien. Das sind aber die definitiv bestätigten Leylinien, die es gibt in Tyria. Und diese Punkte hier sind Stellen, an denen wir mit der Leylinien-Energie in Kontakt gekommen sind. Oder halt wichtige Stellen in der lebendigen Welt zum Beispiel. Hier war der Turm, der Kreid in den Kessex-Hügeln. Hier ist die Bruchbringer, die ja in die Leylinie gebohrt hat.
Hier ist die zentrale Transferkammer, hier ist der Schmelztiegel der Ewigkeit. Hier ist, wie gesagt, der Kampf mit Mordremoth. Was haben wir denn da? Ach, da ist der, da ist dieser Leninien-Zusammenfluss in den verschlungenen Tiefen. Und hier sind halt die Raids, mehr oder weniger. Wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, was dieser Punkt genau ist an der Stelle. Die lilanen Punkte, das sind dann wiederum die neuen Events, die jetzt aufgetaucht sind. Mit der prälebendigen Welt, nennen wir sie einfach mal so. Ich bedanke mich übrigens bei JCorrex fürs Folgen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist. So, ich gehe mal kurz in die Frag den Sputti-Fragen und komme gleich wieder zu dem, was im Chat gefragt wurde, zurück. Frag den Sputti, warum kann ich Frag den Sputti-Fragen nicht mehr unter die News of Guild News schreiben? Kann man, ich hatte den Teil nur vergessen, das hat sich inzwischen geklärt mit Iron Phoenix. Torgen möchte wissen, wo bekommt man in GW2 den wegbereiterischen aufgestiegenen Schmuck her? Der Nuhoch-Beherrschungshändler verkauft die Insignien für Rüstung und Waffen. Man kann auch Rezeptbücher für den Schmuck finden, aber die Teile sind nur exotisch. Ja, da sind wir dann an einem Punkt angekommen, wo viele Leute drüber diskutieren. Es gibt einfach Stats, die kann man noch nicht überall herstellen. Unter anderem zum Beispiel auf aufgestiegenem Schmuck fehlt noch einige. Glaube ich, fehlen sogar auch noch andere Stats. Da ich jetzt auch nichts gefunden habe beim Googlen und da lasse ich mich sehr, sehr gerne korrigieren, vermute ich einfach mal, dass es den wegbereiterischen aufgestiegenen Schmuck noch nicht gibt. Ja, das gibt es an einiger Stelle. Im Bild-Editor ist der drin, aber es ist immer die Frage, wie weit der Bild-Editor da richtig ist. Ich kann mal gucken. Wegbereiterisch heißt das Ganze. Also ich gehe mal davon aus, dass das einfach ihr Fehler war. Wo ist denn wegbereiterisch überhaupt? Sagt mir auch gar nichts. Ach da, wegbereiterisch. Zähigkeit, Vitalität, Zustandsdauer, Zustandsschaden. Okay. Ja, ich, wie gesagt, also ich habe es jetzt auf den ersten Blick nicht gefunden. Und gehe einfach mal davon aus, dass es das noch nicht gibt. Ich lasse mich aber auch gerne korrigieren von den Leuten im Chat. Aber soweit ich das richtig sehe, sind es einfach Stats, die es noch nicht gibt. Und das passiert an der einen oder anderen Stelle. Ach, der Raid-Händler hat die. Tatsächlich. Das wäre natürlich die einfachste Lösung dafür. Dass der Raid-Händler die hat. So, können wir ja gleich mal nachgucken. Ich werd das im Zweifelsfall nachträglich so ein bisschen rein editieren in das Video. Falls der Raid-Händler die hatte. Das schaue ich mir dann gleich nochmal in Ruhe an, wenn wir zum PvP-Stream ansetzen. Das wäre aber durchaus eine Lösung. Dann kommt Uschi, die ganz tapfer noch 4 News gesteckt hat. Uschi möchte wissen, was steckt hinter Glints Ei? Was soll da schon groß hinterstecken? Ich vermute, da drin steckt ein Glint-Baby. Und dahinter verstecken, wir wissen das ja. Glint hat damals ihr Ei, noch bevor das mit der Klinge des Schicksals war und sie gestorben ist, in die Hände des Sephiriten-Meisters gegeben. Und der hat das Ei seitdem beschützt, bewacht, bis es eben zur lebendigen Welt Staffel 2 kam und das Ei in die Hände von Kaith gefallen ist. Dann die Frage, wann kommen wir in die Kristallwüste nach Elona? Ich hoffe ja schon eher so Oktober rum. Das wäre so das, wann ich mir die Kristallwüste vorstellen könnte. Ich denke mal so, Juli wird mehr oder weniger ein Füller und dann so im August, September könnte das schon sein, dass wir so Richtung Kristallwüste aufbrechen. Je nachdem. Dann noch die Frage, warum ist es so still um Königin Jenna geworden? Was macht die Gute eigentlich zurzeit so? Und was können wir in der Zukunft von Mr. Caudecus erwarten? Minister Caudecus. Ja, wir müssen halt immer daran denken, ja, geschichtstechnisch ist es so, all die Zeit seit dem HOT-Release existiert nicht. Ja, alles, was seitdem passiert ist, ist spielerisch oder existiert im Spiel selber nicht. Das heißt, der Sieg über den Drachen, der uns gelungen ist, passiert für uns im Oktober oder Ende Oktober. Und für Tyria war es erst gestern.
Das heißt, was auch immer Königin Jenna und Gräfin Anise und Caudecus und alle gemacht haben, den Teil gibt's ja noch nicht. Der Teil würde jetzt erst kommen. Die Frage ist, muss immer Wirblum eine Königin gemacht werden? Im Normalfall ist es doch sogar beruhigend, wenn eine Königin keine Schlagzeilen macht, weil sie irgendwie mit ihrem Haussklaven Logan wieder eine On-Off-Beziehung angefangen hat oder sowas. Also, dass es still um Königin Jenna geworden ist, ist schon ganz okay so, glaube ich. Und was wir in Zukunft von Minister Caudecus erwarten können, ich befürchte leider auch hier, dass es wieder so ein Storystrang, der nie durchgeführt wird. Nichts eigentlich. Ich glaube, so dieser ganze Teil rund um Caudecus, das Einzige, was da halt war, war ja so mehr oder weniger die Abenteuer vom Orden der Gerüchte, war das, glaube ich, mit der Betel. Wie hieß sie? Debbie? Debbie Beetlestone? War sie das? Hieß sie Debbie? Devora? Irgendeine Beetlestone auf jeden Fall. Da hatten wir so ein bisschen mit Caudecus zu tun, in natürlich Caudecus Anwesen selber, aber ich glaube nicht, dass er für die zukünftige Geschichte eine Rolle spielen wird. Kanach hat sich im Abspann ziemlich negativ über seine Connections zu Gräfin Anise geäußert. Was wird wohl daraus? Naja, wie das so ist, ne? Du wirst von einer Frau freigekauft und musst ihr dienen. Ja, jeder Mann, der in der Ehe ist, wird wahrscheinlich sagen, oh Gott, der Arme, der ist ja noch schlimmer dran als ich. Ich würde mich wahrscheinlich... oh Gott, ich werde nicht zu einem zweiten Mario Bart. Ich werde jetzt hier keine Frauenwitze abziehen. Also gerade Gräfin Anise ist, glaube ich, ein ganz, ganz interessanter Charakter. Weil sie nach außen ziemlich kalt und abgebrüht sein kann und ihre Aufträge für Kanach sicherlich auch immer alle so am Rande der Legalität waren. Und ich glaube auch, dass Kanach darauf nicht so wirklich Bock hat, ja. Was auch vollkommen okay ist, aber Anise besitzt halt aktuell Kanach. Das heißt, der Sivari hat nicht wirklich eine Wahl, ja. Wenn Anise schnippt, dann muss er halt springen und ja. Wie das halt so ist in der Mann-Frau-Beziehung. Dementsprechend, ja. Gerade Anise, wie gesagt, es gibt ja auch so viele Theorien um Gräfin Anise. Ist sie Livia, die plötzlich zur Mesmerin wurde? Weiß sie mehr über die Geschehnisse der Welt? Was hat sie für Kontakte? Wie steht sie tatsächlich zu Königin Jenna? Ich weiß nicht, ich hab das Verrückteste über Anise schon gelesen. Wie gesagt, schon diese Livia-Theorie ist so unglaublich weit hergeholt. Evenia ist dann ja auch noch drin. Das Zepter von Orr soll eine Rolle spielen rund um Gräfin Anise. Also das ist ein Charakter, um den sich unglaublich viele Mythen ranken. Und der meiner Meinung nach auch unglaublich viel Potenzial für eine Geschichte hätte. Die Frage ist, ob dieses Potenzial jemals abgerufen wird. Ja, das ist immer so das Risiko bei ArenaNet. So, schauen wir mal wieder in den Chat. Teak Poker. Wie stündest du zu einem Redesign der gängigen Full-Circa-Meter hin zu benutzt dein Gehirn? Es würde die einzelnen Klassen viel interessanter machen, sich aber schlechter auf die Masse der Spieler auswirken. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören, denn ich finde dieses pure DPS-Rumgenube irgendwie langweilig. Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich möchte immer wissen, was die Leute gerne hätten. Wie sie sich vorstellen, das Circa-Meter abzuschaffen. Die Raids sollten das ja tun und haben das ja zumindest in einer gewissen Art und Weise, da man einen Healer braucht, ja, und da man meist auch eine Person, zumindest beim Talwächter, ja auch zu einem Tank abstellt. Das heißt, die Raids probieren ja genau das umzusetzen. Ganz am Anfang war das ja sogar so, dass die Leute noch in Soldatengear und so weiter in die Raids gegangen sind. Und dann haben sie halt einen Weg gefunden, das einfach mit Schaden zu abusen. Ja, und es ist halt einfacher, gegen den Boss zu kämpfen, der in 3 Minuten liegt, als gegen den Boss zu kämpfen, der in 10 Minuten liegt. Das ist ja so mehr oder weniger, ist ja gängig. Das ist ja das, was ich auch machen würde, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem langen und einem kurzen Kampf, nehme ich tendenziell den kurzen. Selbst wenn wir verlieren, setze ich halt zu einem zweiten kurzen Kampf an. Deshalb hat sich ja überhaupt generell dieses Full-Circa-Meter durchgesetzt. In den Raids ist es ja tatsächlich so, dass aber ohne Hirn benutzen es gar nicht funktioniert. Siehe in grüne Kreise laufen, aus Effekten rauslaufen,
CC im richtigen Moment ansetzen, sich permanent zu bewegen oder was auch immer, was es da auch immer für Effekte gibt. Das heißt, die Raids setzen ja im Prinzip genau das um, was du möchtest. Nicht nur Full Circer, sondern auch benutzt dein Gehirn. Du kannst nicht einfach nur an einem Boss dran stehen und draufhauen. Wenn du die Taktiken und die Phasen nicht kennst, wenn du nicht richtig CCs und so weiter, ist das Ganze ja auch wieder schnell vorbei. Das Problem ist halt, das tatsächlich für den allgemeinen Content umzusetzen, funktioniert nicht. Ja, das ist Guild Wars 2 Open World, funktioniert das sowieso nicht. Ja, da gewinnt die Masse über Klasse. Das heißt, du kannst nicht einen Boss designen, der dich einfach umrotzt, wenn du Fehler machst. Weil dann wird der Boss einfach nicht mehr gemacht und der Content ist tot. Ja, so war es ja mal eine Zeit lang mit Quartal. Oder, nee, mit dem Dschungelwurm war das eine Zeit lang so. Aber die Leute haben mir dann irgendwann herausgefunden, wie es funktioniert und abusen das ganze System wieder. Also ArenaNet probiert ja schon was gegen das Circa-Meter zu machen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie das außerhalb der Raids tatsächlich funktioniert. Ja, die Dungeons sollten nicht weiter angefasst werden. Das ist mehr oder weniger der Ort zum spaßig Farmen. In den Fraktalen sollten vielleicht die höheren Stufen sich ein bisschen anpassen. Da ist es aber, glaube ich, auch so. Ich habe jetzt über 75 nicht gespielt, ja, also nagelt mich nicht darauf fest. Aber ich glaube, dass es tatsächlich in den höheren Stufen schon so ist, dass die Leute ein bisschen anders spielen und nicht nur stumpf draufzergen. Also gerade das, was du beschreibst, ist eigentlich ein Problem, dass ich so aus 2014 kenne. Ja, das ist so diese typische 2014-Frage. Wann ändert sich das Full Circa-Meter? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ArenaNet hat mit höheren Fraktalstufen und den Raids genau das getan. In den niedrigen Fraktalstufen und in den Dungeons wird sich das aber nie ändern und das ist auch gut so. Da sollen die Leute ja Spaß haben. Und dementsprechend ist das schon in Ordnung, so wie es ist. Okay, so, wie schaut das denn aus? Doka. Achso, nein, Doka, das ist keine Frage, das ist keine Frage, das ist auch keine Frage. Raid-Bosse auf 60 Spieler skaliert, das wäre ein Friedhof. Ja, das ist es. Und deswegen, Open World wird niemals das Niveau verlassen. Da wird Circa und einfach draufhauen immer das Beste sein. In den Dungeons sollte das so bleiben. In den niedrigen Fraktalen ist es auch okay. Hohe Fraktale und Raids. Das sind die Bereiche, wo eben dieses Full-Circ-Meter nicht unbedingt greift. Und wo tatsächlich das Gehirn an erster Stelle kommt. Und dementsprechend dürfte deine Frage schon beantwortet sein. Oder auch nochmal, ne, offiziell, meine Aussage ist, im niedrigen Content soll es ruhig so bleiben. Und dazu zählen für mich Dungeons komplett durch die Bank weg mit dazu. Und in höheren Spielklassen, sage ich mal, Raids und höhere Fraktale, ja, sollte das genau so sein. Oder ist es ja auch schon so. Achso, habe ich was übersehen? Achso ja, wir hatten mit Seitan mehr eine Story für Menschen und mit dem Dschungeldrachen mehr eine für die Sevari. Glaubst du, dass die anderen Drachen auch die anderen Völker in den Mittelpunkt stellen? Ja, absolut. Jormark, Norn, keine Frage. Dann haben wir Kalkatorik, Char, definitiv, das ist so ihr Bereich. Auch rund um die Gebrandmarken und vielleicht auch mit der Flammenlegion noch was, was da eine Rolle spielen könnte. Und Azura werden definitiv mit Primordus ihre Probleme haben. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass es mit Primordus wieder unter die Erde geht und wir unter der Erde, so zentrale Transferkammer mäßig, kämpfen müssen. Und da sieht natürlich die Erfahrung der Azura, die ja ursprünglich daherkommen, die vielleicht noch Karten von den Tunneln haben und sowas. Also, und überhaupt generell, Zerstörer sind ja besonders da so im Maguma-Dschungel aktiv. Also ja, ich gehe davon aus, dass das so verteilt wird. Wir haben 5 Rassen und 6 Gegner, das heißt, der Tiefseedrache wird der einzige sein, der meiner Meinung nach keinen direkten Rassenbezug hat auf unsere spielbaren Rassen. Was ich aber glaube, der Tiefseedrache könnte einen unheimlichen Einfluss auf die 3 nicht spielbaren Rassen Kodan, Quaggan und Largos haben. Und ja, da wird jetzt schon der ein oder andere feuchte Traum wahr von einem spielbaren Largo. Ja, das glaube ich nicht, aber ich glaube halt, dass diese 3 Rassen, ja, dass diese 3 Rassen, Quaggan, Kodan und Largo, weil halt, wobei Kodan vielleicht nicht unbedingt, aber Quaggan und Largos, die kommen ja beide genau aus diesem Bereich, oder wurden vom Tiefseedrachen aus dem Meer gedrängt an Land, ja, und deshalb könnten die da eine Rolle spielen und da Quaggan sowieso so unglaublich beliebt sind bei den Spielern, glaube ich, dass sie da auch diese Quaggan-Nummer
komplett ausschlachten werden. ja, dann noch immer der Hinweis, ne, ihr könnt noch Fragen stellen, noch läuft das, fragt den Sputti. Wenn keine Fragen mehr kommen, würde ich dann so langsam Richtung Ende geleiten. Ich logge mich aber schon mal im Hintergrund ein und dann gucke ich mal, ob es die Stats, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, beim Raid-Händler gibt. Ich werde es mal ausprobieren. Und hallo Durzan. Schön, dass du da bist. Oh Gott, jetzt geht im Chat die Diskussion los zwischen Rabe und Durzi. Das ist eine Diskussion, die wird keinen Gewinner haben, aber ich gebe Rabe schon recht, dass die Menschen den größeren Fokus hatten. Mit Löwenstein als Ziel für die Angriffe, mit Ohr als ehemalige Menschendomäne. Ich würde auch sagen, dass das bei Seitan die Menschen eine größere Rolle gespielt haben. Eli Aquitaine? Oh Gott. Leute, sucht euch Namen, die ich aussprechen kann. Achso, Vergerwen hat natürlich recht. Vergerwen, war das nicht Dart? Nur um das mal kurz reinzuwerfen. Kreid spielen natürlich auch eine Rolle. Kreid sind bei den Spielern nicht so beliebt, aber Kreid spielen natürlich, selbstverständlich, eine Rolle, wenn es um den Tiefseedrachen geht. Nur ob sie uns da positiv oder negativ gestimmt sind. Das lasse ich an dieser Stelle mal außen vor. Wir könnten natürlich auch plötzlich ein Bündnis mit den Kreid eingehen. Das wäre natürlich eine ganz, ganz interessante Sache. Und da war vorhin die Frage, genau, woher bekommst du eigentlich die Ideen für deine ganzen Artikel? Ganz ehrlich, ich sitze, glaube ich, mindestens so viel Zeit, wie ich mit den Artikeln verbringe, sitze ich auch genauso lange daran und überlege, welche Artikel sollte man schreiben und welche nicht. Ja, es sind natürlich, also Artikel ist sowieso so eine Sache. News kommen halt hauptsächlich von ArenaNet, ja, seien es Entwickleraussagen oder ähnliche Dinge. Aber gerade so Guides und Kolumnen, da richte ich mich unglaublich gerne nach den Wünschen der Community. Also wenn du mal sagst, boah, ich wüsste gerne was über diesen und diesen Charakter, wenn es dazu was gibt. Oder mir fehlt noch der und der Guide, kannst du da mal was machen, Sputti? Dann sage ich, ja, klingt gut, machen wir. Und ja, dann setze ich mich halt an so einen Artikel ran. Ja, das nimmt an schlechten Tagen auch mal, weiß ich nicht, 6-7 Stunden. Wenn ich jetzt überlege, ich streame alleine heute über 5 Stunden. Also ich gebe alleine Gate News sicherlich 7-8 Stunden meines Tages. Und ja, ich denke mal, auch wenn es ist, manchmal sitze ich auch einfach nur im Zug. Ich fahre ja täglich knapp 2 Stunden Zug zur Uni und zurück. Und überlege mir halt da den ein oder anderen Artikel. So, jetzt ist wahrscheinlich die Ingame-Musik, die so ein bisschen stört. Ich mach die mal kurz aus. Warte mal, ist das nicht der Ingame-Sound? Achso, das ist tatsächlich gerade der Soundtrack, der läuft. Okay. Und guck mal kurz, ob man das bei dem Kaufmann, ob man sehen kann, was da drin ist und was nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Amulette. Er suchte Amulette, glaube ich, ne? Kann man ja mal kurz gucken. Oh Gott, was waren das jetzt für Stats, die er haben wollte? Ich glaube, es hieß Trailblazer im Englischen, ne? Ich hatte das doch so schön offen, was das genau ist. Ah, fuck. Was sind das für Stats gewesen? Achso, hier kann ich es, glaube ich, sehen. Wenn sie das aktuell neu gemacht haben. Nein, kann ich nicht. Doch, hier, Trailblazer. Toughness, Condition Damage, also... Oh Gott, Zähigkeit, Zustandsschaden, Vitalität. Zähigkeit, also 4 Stats. 4 Stats. Wo sind denn hier? Hier sind die 4 Stats. Zähigkeit, Zustandsschaden, oder das andere? Vitality und Fachkenntnis. Okay. Das wird jetzt ein Spaß, das zu suchen hier. Zähigkeit, Zustandsschaden, nein, das ist es nicht. Zähigkeit, Zustandsschaden, Heilkraft ist es auch nicht. Heilkraft ist es auch nicht. Das sind zu viele Stats. Was ist das schon mit den... Ach Gott, das ist nicht mal sortiert nach 3 Stats und 4 Stats? Oh Mann. Na gut. Ich gehe mal davon aus, hier sind auf jeden Fall eine Menge Stats dabei. Wahrscheinlich oben nochmal durchgucken. Das ist eventuell dabei, ist eventuell auch nicht. Was haben wir hier? Nein, Präzision war nicht dabei.
Nein. Nein. Ich habe das Gefühl, ich gucke jetzt gerade dieselben durch, die ich schon mal hatte. Ich würde jetzt spontan sagen, dass es nicht dabei ist. Nee. Aber hier steht auch nichts dabei bei Trailblazer, ne? Also als Rüstung ja, aber ob es die als Schmuckstücke gibt? Ich ziehe das jetzt hier wahrscheinlich total unnötig in die Länge, aber ich gucke auch hier nochmal kurz. Zähigkeit. Suchte ich Zähigkeit und Zustandsschaden primär, Vitalität und Fachkenntnis sekundär. Oh. Vier Stats, nö. Hier ist auch nichts dabei. Sicher, dass es die bei dem Raid-Händler gibt? Oder muss ich dafür im Raid sein? Ich suche Trailblazer-Stats, Tigerpfötchen. Wegbereiter im Deutschen. Weil jemand diese nicht gefunden hat. Muss ich dafür tatsächlich in die Raids rein? Achso, ich muss auch ein Dingens machen, ne? Ich kann mal kurz in die Raids gehen. Ich dachte, man würde das hier draußen vielleicht auch schon bekommen. Ich dachte, innen drin, in den Raids. Ach, mach einen Schlachtzug draus. So. Ich dachte, man bekäme das auch schon draußen und drin wären nur die Skins gewesen. Ach so, ich kann sie nicht direkt auswählen. Okay, never mind. Okay, ja, alles klar, alles klar. Hier sind dann Auswahlkisten oder was, die ich haben kann. Sowas hier wahrscheinlich dann, ne? Wo ich am Ende frei wählen kann, was für Stats ich haben möchte. Okay, alles klar. Ich vertraue euch mal und gebe das als finale Antwort ab. Ja, wenn es um die Frage geht, ob es die Stats gibt oder nicht. Gut, dann schaue ich noch mal kurz durch. Es sind bestimmt wieder ein paar Fragen dazu bekommen. Noch dazu kommen. Und zwar, ist es normal, dass man die ganzen Belohnungen der alten Division bekommt, wenn man bei einer höheren einsteigt? Ja, Doker, das ist gewollt. Gibt's auch einen schönen Entwickler-Tracker auf Guild News zu, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Siehe hier Erklärungen zu Divisionen. Und da ist dann auch bei, und da steht drin, dass du das alles genauso bekommen sollst. Dann geht's weiter. Wo bekommst du die Lore-Infos her? Ich wollte mir da mal eine Timeline zusammenschreiben, aber dafür die Infos zu bekommen, kannst du eine Seite empfehlen oder ist das Puzzlearbeit? Was ich dir natürlich empfehlen kann, ist unsere Seite. Denn unsere Seite macht im Prinzip genau das, was du gerade meintest, diese Puzzlearbeit. Denn es ist eine Puzzlearbeit. Ja, ich kann das Ganze ja immer hier zeigen. Das ist ja die Timeline, angefangen vor Guild Wars 1. Dann die Übergänge Guild Wars 1 zu Guild Wars 2 und dann halt Guild Wars 2 selber. Und demnächst wird das Ganze dann auch erweitert auf HOT. Noch wollte ich es der Spoiler wegen nicht tun. Wie ihr seht, sind auch überall Artikel zu verlinkt. Zum Beispiel dann zu den Charakteren, Ventari und so weiter. Das ist alles Stückwerk, unheimliches Stückwerk. Die Geschichten kommen teilweise aus den Spielen selbst. Ich kenne ja Guild Wars 1 und Guild Wars 2 sehr, sehr gut, was so Lore-Dinge angeht. Zu Teilen stammen sie aus offiziellen Blogposts von ArenaNet. Da ging es zum Beispiel um den verrückten König Thorn, um Schattenkiste, zum Beispiel den Charakter Moto und was da so hintersteht. Zu den Göttern gibt es eine ganze Menge Interior natürlich selber. Und dann gibt es noch das offizielle Guild-Wiki. GateWiki nimmt aber auch nur Informationen aus dem Spiel und aus offiziellen Blogposts. Und das ist das Schwierige. Und das heißt, auch das, was man da findet, kann man im Prinzip alles sich auch über andere Wege aneignen. Wirklich neue oder geheime Dinge gibt es nicht. Klar, die drei Guild Wars Bücher, die man auf jeden Fall gelesen haben sollte, wenn man sowas macht. Und halt selber den Content spielen. Das ist das, was ich dazu eigentlich am besten empfehlen kann. Hier sieht man ja die ganzen Auflistungen von unseren Lore am Sonntag-Artikeln.
die drei Orden, die wir haben, Gerüchte, Abtei und so weiter, die Rassen, zu denen es Infos gibt, spezielle Momente wie die Gedenkriege oder das große Feuer, das Feinfeuer, bestimmte Charaktere, über die wir hier gesprochen haben und halt auch über die Geschichte zum Beispiel der Stadt Löwenstein. Das ist eine Menge Stückwerk gewesen, diese Artikelsammlung. Scharaum. Im PvP wird ja nach und nach etwas gegen das leidige Condition-Meter unternommen. Amulette rausnehmen und so weiter. Hilft ja nach und nach ein wenig. Was im PvP besser wird, wird im Small Scale im WvW immer schlimmer. Glaubst du noch, dass wir auf positive Änderungen hoffen können? Das finde ich ja süß, dass du sagst, es wird etwas gegen das leidige Condition-Meter unternommen, weil über Jahre hatten wir ein leidiges Bunker-Meter, wir hatten zwischendurch das viel zu nervige, offensive Vampirismus-Runen-Meter, sowieso Celestial-Meter war eigentlich immer an der Stelle, jetzt ist es Condition-Meter, es ist halt immer irgendein Meter. Man wird es nie ganz verhindern können. Im PvP wird immer wieder rumprobiert und im PvP ist es auch einfacher, weil ein Amulett entfernen kann, wie gesagt, schon die ganze Meta aufrütteln. Im WvW wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, dass sie was dagegen unternehmen. Ich kann dir nicht persönlich, dadurch, dass ich WvW und erst recht nicht WvW Small Scale spiele, überhaupt nicht sagen, was da geändert werden muss und ob es passiert oder nicht. Im Normalfall reagiert ArenaNet, wenn auch sehr, sehr langsam, auf die Probleme in der Balance. Also hoffen kann man immer. Anmerken, reporten, auf Reddit diskutieren, soll alles immer helfen. Ja? Also das Thema aktuell halten ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man ArenaNet überzeugen möchte, was zu machen. Gut, da war die Diskussion, was ich gesucht habe. So, was habe ich denn hier? Ich habe erst vor ein paar Wochen mit PvP angefangen und bisher kein Rank gezockt. Ist es noch möglich, dieses Jahr den legendären Rücken zu erspielen? Wenn du jetzt tatsächlich loslegst, ja. Und zwar so gerade eben in zwei Seasons. Zwei Seasons klappen, wenn du A, innerhalb dieser Zeit tatsächlich 60 Tage spielst. Und das ist, glaube ich, schon das Anspruchsvollste, die 60 Tage spielen. B, gut genug bist, um immer wieder bis zur Legendary Division dich durchzuspielen. Aber ja, dann geht es. Es wird anstrengend, aber es ist wirklich, aber es ist machbar. Ja, auf jeden Fall. Wie Doka schon schreibt, zwei Seasons braucht man, genau, wenn man zwei Seasons wirklich durchackert, dann schafft man das auf jeden Fall. Und du kannst auch, und das ist auch ein sehr, sehr guter Hinweis, den Rücken auch nach den vier Seasons noch bauen. Der Unterschied ist nur, dass es dann schon den nächsten legendären Rücken gibt, der dann wiederum anders aussieht. Man kann den alten aber immer noch bauen. Wird von vielen gerne vergessen, ist aber so, dass das noch funktioniert. Van Gauen fragt, wer ist bei Gignus für Lore-Theorien und eben dieser, welche Drache ist der nächste Zeug zuständig? Könnte ich mit dem kurz darüber reden? Da sind zwei Leute für zuständig. Durzi ist halt eher so der Spekulant. Und ich bin halt eher so der Nerd, was Guild Wars 1 Fragen und allgemeine Lore-Sachen angeht, glaube ich. Ich finde, Durzi und ich ergänzen da, glaube ich, ganz ordentlich. Durzi, wie gesagt, ist spekulativer, als ich es bin, auf jeden Fall. Und ich bin halt der mehr oder weniger das geballte Guild Wars 1 Wissen mit sich herumträgt. Wie findest du den legendären Rücken? Ich finde es erstmal ziemlich geil, dass man übers PvP an den legendären Rücken kommen kann. Optisch finde ich ihn... Er ist nicht der hübscheste Rücken. Ich trage aber auch generell bei meinen Charakteren sehr, sehr ungerne Rückenteile. Also ich habe die meistens ausgeblendet, es sei denn, sie passen wirklich komplett zu dem Charakter. Zu Sputti zum Beispiel passt für mich überhaupt kein Rücken. Ich habe zwei Charaktere, die haben die haben diese Drachenrückenteile. Diesmal gab diese, heißen sie holographische Drachenschwingen?
glaube ich, das passte ganz gut. Ich habe bei irgendwem auch die schwarzen Flügel, also die schwarzen, ja doch, die schwarzen Flügel ausgerüstet. Aber nicht jeder meiner Charaktere trägt einen Rücken. Und optisch finde ich den legendären Rücken hässlich, aber ich finde es schön, dass es einen legendären Rücken samt Gleiter und vor allem, dass er halt legendär ist, übers PvP gibt. Also die Idee finde ich sehr, sehr gut. Es gab zwischendurch noch eine Fraktalfrage, die ich übersehen habe. Ist das so? Ach so, ja, oh, Entschuldigung, Alex. Das kann tatsächlich zwischendurch mal passieren. Immer wieder darauf hinweisen. Fraktalfrage, genau. Ja, ist noch was für die Zukunft der Fraktale geplant? Oder wurde schon was dazu gesagt? Ja, eine ganze Menge sogar. Für das Jahr 2016, das hier aktuell läuft, sind 2 komplett neue Fraktale geplant und eine Überarbeitung der Nebelsperren-Instabilitäten, sodass sie zum Ende hin immer interessanter und auch schwieriger werden. Und auch das Thema Belohnungen wird sich nochmal intensiver angeschaut, je nachdem, wie zufrieden man mit den bisherigen Änderungen ist. Also für die Fraktalspieler sollte es auf jeden Fall noch eine Menge Neuerungen geben. Über Stufe 100 hinaus wird es aber dieses Jahr definitiv nicht gehen. Stattdessen wird ein bisschen umgeschichtet. Wenn die neuen Fraktale kommen, ändert sich nochmal das komplette C-System, das wir halt jetzt haben. Also Fraktale 1 ist dies, Fraktale 2 jenes. Das wird dann nochmal ein bisschen überarbeitet. Ja, Tigerpfötchen, dann sag mir mal, wie man es besser hinbekommt mit dem Balancing. Achso, du meinst Trennung von PvE und PvP und im besten Fall auch noch Trennung im WVW, was die Skills angeht. Ja, darüber diskutieren wir ja fast jede Woche, wenn man mal ehrlich sein soll, über das Balancing und wie man das hinbekommen könnte. ArenaNet sagt ja, sie wollen nichts mit dem Balancing, also sie wollen die Bereiche nicht trennen, um die Spieler nicht an etwas in einem Spielmodus zu gewöhnen. Und im anderen Spielmodus sieht das Ganze dann schon wieder anders aus. Es wurde aber auch schon Eingeständnis in diesem Bereich gemacht. Grouch hat zum Beispiel gesagt, dass man sich das Balancing im PvP eventuell an einigen Stellen vom PvE trennen könnte. Und im WVW wird es ja zum Beispiel mit der Stabilität schon gemacht, dass es da eine Trennung gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass ArenaNet das so langsam realisiert. Vielleicht gibt es mit dem 3. Quartalspatch oder aber mit dem 4. mal so ein richtiges Update, wo eine Trennung vorgenommen wird. Ich könnte mir das vorstellen. Also ArenaNet knickt, was das Thema Klassenbalancing angeht, immer weiter ein. Vielleicht haben wir irgendwann mal diesen Zustand, dass tatsächlich alle 3 Spielmodi für sich selbst gebalanced werden. Ich soll das beste PvP-Bild für den Waldläufer im PvP zeigen, wenn man Full Damage gehen möchte. Dann spiel am besten kein Waldläufer. Also Waldläufer behaupte ich einfach immer noch. Es mag sein, dass da irgendwas in der Meta gerüttelt hat. Aber grundsätzlich bin ich immer noch davon überzeugt, dass man Waldläufer am besten in so einer Misch-Support-Rolle spielen sollte im PvP. Und dann als Druide. Ja, ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine schöne Variante gibt, um die wirklich, um das Bild wirklich offensiv zu spielen. Also so ein purer Power Ranger kann man sicherlich machen, wenn man Bock hat. Aber ich glaube, das ist nicht mehr ganz so in. Gut. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte jetzt. Ich suche gerade noch mal die Aussage zum PvP-Rücken raus, weil das gerade gefragt wurde. Hier, das ist die Aussage. Ihr könnt den PvP-Rücken auch im nächsten Jahr noch bauen. Damit ihr das auch mal offiziell gesehen habt. Das könnte natürlich auch sein, Tigerpfötchen, aber wie gesagt, also ich verstehe diesen Grundgedanken. Wer mal Guild Wars 1 PvP gespielt hat, wird wissen, was ich meine. Ja, Schweigegelübde ist ein super Beispiel dafür, wie man es auch übertreiben kann. Es war, also sag mal, ein Drittel der Skills hatte im PvP nicht eine andere Funktion, aber halt einen. Also ganz andere Cooldowns, ganz andere Dauer und so weiter. Wenn man daran gewöhnt ist, als Beispiel jetzt, ja, GW1, Schweigegelübde macht dich 10 Sekunden gegen Zauber immun und hat 30 Sekunden Cooldown, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, und plötzlich macht es dich 2 Sekunden immun und hat eine Minute Cooldown und du guckst da gar nicht so genau hin,
sondern rüstest einfach mal Schweigegelübde aus, war im PvE ein super Skill. Ja, PvP merkst du, zwei Sekunden, das war nichts, bumm, tot. Ja. Sowas merkst du nach dem ersten oder zweiten Mal, sollte man meinen. Aber, Tigerpfötchen, da sind wir hier, wir sind ja unter uns. Wir beide wissen, dass wir nicht zu dem Durchschnittsspieler gehören, ja, sondern ich hebe mich jetzt einfach mal eine ganze Ecke hoch darüber. Wer liest schon Lore, Entwicklerbeiträge und sonst irgendwas als Durchschnittsspieler? Keiner übrigens, der hier zuschaut, ist Durchschnittsspieler. Ihr seid alle über dem durchschnittlichen, ich gehe jetzt einfach mal los und gucke, was passiert, Spieler. Denn ihr schaut, fragt den Sputti, ihr besucht Guild News. Das alleine tut der Durchschnittsspieler nicht. Ja, das muss man sich immer vor Augen führen. Ihr seid schon kein Durchschnitt mehr, ihr seid schon deutlich darüber. Und, der Spieler interessiert sich halt null dafür, guckt doch auch nicht auf den Skin und liest sich jede einzelne Beschreibung durch. Er probiert sie einmal aus im PvE, sieht, oh, das funktioniert, mache ich auch im PvP und wundert sich dann, dass er stirbt. Macht das ein zweites Mal, wundert sich, dass er stirbt, macht das ein drittes Mal, macht PvP aus. Ganz einfach, so ist das. Ja? Also man darf dieses getrennte Balancing nicht übertreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Es darf keine Hürde entstehen für PvEler, die ins PvP wechseln. Trotz allem ist es wichtig, dass es ein gewisses Balancing gibt. Also ich sehe kein Problem darin, Cooldowns in einer gewissen Art und Weise anzupassen, aber sobald es zu stark wird, ist das halt eine ganz, ganz gefährliche Sache. Nein, dem Durchschnittsspieler ist das nicht egal. Der Durchschnittsspieler geht dreimal ins PvP, kriegt dreimal aufs Maul, verliert dreimal, geht nie wieder ins PvP. Ganz einfach. Und das ist das, was man nicht vergessen darf. Du darfst diese Durchschnittsspieler, diesen typischen ich mach einfach mal und gucke, was passiert, nicht zu stark demotivieren. Er darf nicht stundenlang denken und probieren müssen. Er darf nicht stundenlang überlegen, klappt das oder klappt das nicht. Sondern das, was er macht, muss zumindest in einer gewissen Art und Weise funktionieren. Und das tut es nicht, wenn du ihm den Skill, den er hast, wegnimmst. Aber gut, ich glaube, dass diese Diskussion führt zu weit. Zumal wir im verzögerten Rhythmus miteinander diskutieren. Ja, während ich hier rede, hast du meinen Text noch nicht mal gehört und brauchst dementsprechend ein bisschen, um mir zu antworten. Deshalb lass das einfach mal so stehen und vertrau mir in diesem Fall, dass es tatsächlich so ist. Gut, dann würde ich sagen, schmeißen wir uns mal ins PvP, weil Fragen scheint es ja nicht mehr zu geben. Das heißt, ich wechsle mal kurz das Overlay und stoppe die Aufnahme. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal. Frag den Sputti. Bis dahin.